Die Corona-Pandemie ist vorbei, dachten wir. Doch die Wut auf Politik und Wissenschaft ist bei einigen geblieben. Dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Die sind Staatsfeinde. Im Netz fantasieren einige von Rache gegen Politiker oder noch mehr. Der soll sich einen blauen Müllsack überziehen und mit einem Kabelbinder am Hals richtig feste zumachen. Woher kommt der ganze Hass? Wir treffen einen Politiker, der noch immer um sein Leben fürchtet. Ich hätte nicht gedacht, dass das einfach nicht aufhört. Haben Sie Angst, dass es sich noch mehr radikalisiert? Ehrlich gesagt, ja. Wir tauchen ein in eine Szene, die besessen zu sein scheint von möglichen Schäden durch die Corona-Impfung. Die Leute werden hier wissentlich geschlachtet. Und wir treffen einen der größten Anheizer der Corona-Leugner-Szene. Das ist eine Mordimpfung. Und konfrontieren ihn. Teilen Sie nur Gewaltaufrufe oder würden Sie auch selber gewalttätig werden? Ich glaube, die Frage habe ich schon beantwortet. Wie weit geht die Rache der Corona-Impfgegner? Danke, dass ihr so zahlreich in Karlsruhe da seid. Wir werden siegen. Die Wahrheit siegt immer. Wir sind in Karlsruhe auf einer Demonstration gegen die Corona-Impfung. Und das im Dezember 2023. Die meisten sind geimpft. Corona hat seinen Schrecken verloren. Doch lange nachdem die Maßnahmen beendet sind, lässt der Protest einiger noch immer nicht nach. Wir wollen, dass dieses Unrecht der letzten 3 Jahre nicht einfach so ungeschehen bleibt, dass vor allem die Verantwortlichen wirklich zur Verantwortung gezogen werden. 600 Strafanzeigen gegen Politiker werden hier heute gestellt. Durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht hätten sie sich angeblich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht. Organisiert wird der Protest unter anderem von bekannten Köpfen aus dem Umfeld der Querdenkerbewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die Behörden hatten mit 1000 Demonstrierenden gerechnet. Gekommen sind laut Polizei 6000. Die größte Demo der Szene seit Monaten. Was fordern Sie denn konkret? Dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Weil die haben das Grundgesetz gebrochen. Die haben antistaatlich gehandelt. Die sind Staatsfeinde. Geldstrafen, eingesperrt und so weiter. Die gehören ins Gefängnis. Die Pandemie ist überstanden. Die Maßnahmen sind weg. Warum sind die Menschen hier noch so sauer? Immer wieder begegnet uns ein und dieselbe Erzählung. Angeblich massenhaft Tote durch die Corona-Impfung, verschwiegen von Medien und Politik. Die Mutter meiner Freundin Eva ist gestorben, zufällig ist meine Oma, aber das war ein anderer Impfschaden, auch an der Impfung gestorben. Deswegen war ich nicht ganz so leichtgläubig. Die sind an den Folgen der Corona-Impfung gestorben. Ja, genau. Und ich habe jede Menge Menschen, wo ich ihnen sagen kann, ich habe eine Freundin, Barbara, die ist schwer krank seit dieser Impfung. Ich kenne 2 junge Leute, die können nicht mehr sehen. Es war ja zu der Zeit laufend, dass Leute mit dem Fahrrad vom Fahrrad gefallen sind und tot waren. Das war ja zu der Impfzeit ganz schlimm. Und das liegt an der Corona-Impfung? Ja. Gleich zu Beginn ein paar Fakten zur Einordnung. Ja, es gibt tatsächlich Todesfälle im Zusammenhang mit der Covid-Impfung. Doch wie werden sie eigentlich ermittelt? In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut für die Zulassung von Impfstoffen sowie die Erfassung, Registrierung und Bewertung von Verdachtsfallmeldungen auf Impfnebenwirkungen zuständig. Haben Ärztinnen und Ärzte, geimpft oder deren Angehörige, den Verdacht, dass eine Impfung eine Impfnebenwirkung verursacht hat, können sie diesen Verdacht melden. Was heißt das für die Zahl der Impftoten? Bis zum 8. April 2023 wurden in Deutschland 64,9 Millionen Menschen mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Laut Paul-Ehrlich-Institut lautet die Zahl der gemeldeten Todesfälle, in denen ein ursächlicher Zusammenhang mit der jeweiligen Covid-19-Impfung hergestellt werden konnte, 127. Doch diese Zahlen scheinen hier kaum jemand zu interessieren. Ja, sind Mörder. Definitiv. Unsere Politiker sind Mörder? Definitiv sind sie es. Die haben Leute auf dem Gewissen. Natürlich haben sie Leute auf dem Gewissen. Durch die Corona-Impfung? Durch die Impfung, ja. Uns bleiben nach der Veranstaltung viele Fragezeichen. Warum emotionalisiert das Thema, vor allem die Impfung, einige immer noch so sehr? Wieso sprechen hier alle von massenhaften Impftoten? Und wenn es um die Bestrafung von Politikern geht,
Wie genau soll diese aussehen? Mein Kollege Nino Seidel und ich wollen herausfinden, was diese Menschen antreibt. Das ist Frank Dittrich, stellvertretender Leiter des Verfassungsschutzes Baden-Württemberg. Er hat das Demo-Geschehen in Karlsruhe sehr genau beobachtet. Dass die Corona-Impfung noch immer so viele Menschen auf die Straße zieht, überrascht ihn nicht. Also das Thema der Corona-Protestbewegung war als solches nie weg, aber das Ganze ist zunehmend in eine sehr, sehr nicht nur staatskritische, sondern staatsfeindliche, zum Teil ja auch delegitimierende Einstellung gegenüber allen staatlichen Maßnahmen und Repräsentanten des Staates umgeschwappt. Und hier sind es vor allem diese Narrative eines geheimen Staates, der die Bürger letztlich oder Bürgerinnen mit zum Beispiel einer Impfpflicht versucht zu kontrollieren, zu beeinflussen, zu manipulieren. Den Verfassungsschutz beschäftigt vor allem, dass sich bei einem kleinen Teil der Bevölkerung das Thema der Corona-Impfung so hartnäckig halte. Auch wenn die Demo in Karlsruhe ohne Zwischenfälle verlief, Veranstaltungen wie diese entfalteten ihre ganz eigene Wirkung. Wir müssen natürlich auch feststellen, dass in den letzten Jahren, jedenfalls in Teilen der Protestbewegung, ein radikalisierter Kern entstanden ist, in dem durchaus auch, jedenfalls in den sozialen Netzwerken, dazu aufgerufen wird, diesen Staat auch gewaltsam zu beseitigen. Wir tauchen für die Recherche in Dutzende Telegram-Corona-Gruppen ein. Der Ton war dort schon immer harsch. Es geht schon länger um Rachefantasien. Rache an den verantwortlichen Politikern. Auch hier sind sich offenbar alle einig, dass die Corona-Impfung massenweise Menschen tötet und es niemand mitbekommt. Leute, es ist immer noch ein Genozid. Die Leute werden hier wissentlich geschlachtet, abgespritzt. Dass die Erzählung der angeblich todbringenden Impfung die einschlägigen Telegram-Gruppen dominiert, beobachtet auch Josef Hollenburger. Er forscht seit Jahren zu Verschwörungsideologien, Rechtsextremismus und Antisemitismus, besonders im Zuge der Corona-Pandemie. Die Behauptung der angeblich verschwiegenen Impftoten sei in den Köpfen vieler Impfgegner fest verankert. Wenn man denkt, dass es eigentlich offensichtlich wäre, was die Wahrheit wäre und trotzdem einem niemand glaubt, dann löst es erstmal ein Gefühl von Unsicherheit, aber vor allem von Ohnmacht aus. So, man könne eigentlich tun, was man will. Es führt nicht dazu, dass die große Bevölkerung sich jetzt auf die Straße begibt und dagegen demonstriert, was für diese Menschen zum Beispiel ja offensichtlich scheint. Eine angeblich Hunderttausende von Tote, die vertuscht werden. Und das ist natürlich etwas, was in so einem Weltbild sehr schnell dazu führen kann, dass man denkt, ja okay, dann braucht es den Tag X. Tag X. Tatsächlich finden wir unzählige, aktuelle Posts mit Mordfantasien an Politikern. Hier ein Beispiel aus dem Dezember 2023. Einige kommentieren unter einem Artikel zu Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Mir wäre es lieber, einer öffentlichen Hinrichtung beizuwohnen. Der soll sich einen blauen Müllsack überziehen und mit einem Kabelbinder am Hals richtig feste zumachen. Uns fällt auf, neben der ersten Reihe von Spitzenpolitikern und Ministern treffen Hass und Drohung auch immer wieder einen Bundestagsabgeordneten, Janosch Dahmen. Janosch Dahmen ist ein potenzieller Mörder. Dieser Verbrecher hat so viel Leid und Unheil angerichtet, dass man ihn einfach wegspritzen sollte. Janosch Dahmen ist gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag und Arzt. Als starker Befürworter der Corona-Impfung schlägt ihm immer wieder Hass entgegen, erzählt er uns. Bis zum heutigen Tag, lange nachdem die Pandemie vorbei ist. Sie haben sich die Abneigung wahrscheinlich mehr als verdient. Sie werden die volle Verantwortung für Ihr Handeln tragen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es die Justiz oder das Leben an sich richtet. Sie sind ein Täter. Warten Sie mal ab, wenn der erste Vater begreift, dass Sie mitgeholfen haben, sein Kind in den Tod zu impfen, was dann passiert. Und so geht es weiter und weiter. Hört gar nicht mehr auf. Also das sind alles Nachrichten jetzt nur aus den letzten Tagen. Ja, Dezember 2023. Und ich hätte nicht gedacht, dass das einfach nicht aufhört. Also dass das einfach kontinuierlich bleibt. Und der Hass bleibe nicht nur im Netz, sagt er. Immer wieder werde er im realen Leben bespuckt, bedroht, sogar verfolgt. Beispielsweise eine Szene, wo ich mit meiner Familie und meinen Kindern im Wald spazieren war, in einer sehr abgelegenen Gegend. Und plötzlich quietschende Reifen, Polizeiautos, alles drumherum. Und es wurde gesagt, wir müssen schnell mitkommen, es ist eine gefährliche Situation.
Und was ich zugetrogen hatte, war, dass man mich und meine Familie gesehen hatte, während wir spazieren waren und unsere Geopositionen in rechten Chatgruppen gepostet hat von Corona-Leugnern und man mit Galgensymbol und hier ist eine gute Gelegenheit, da ist er gerade, dem kann man unbemerkt einen Denkzettel verpassen. Dahm sagt, er überlege immer wieder, sich aus der Politik zurückzuziehen. Die Bedrohung für ihn und seine Familie lasse einfach nicht nach. Haben Sie Angst, dass es sich noch mehr radikalisiert? Ehrlich gesagt, ja. Ich weiß, dass es eine konkrete Anzahl an Gefährdern gibt, die ganz explizit auch mich als Person auf dem Radar haben und über die man im Einzelnen nicht sicher sagen kann, also ob die nicht irgendwann aus welchen Motiven oder Gründen auch immer bereit sind, Gewalt gegen mich oder meine Familie auszuüben. Dahm ist nicht der Einzige, der noch immer im Kreuzfeuer steht. Wir haben viele Spitzenpolitiker, Wissenschaftler und Experten für ein Interview angefragt. Viele sagten ab, aus Angst. Sie wollen nicht noch mehr Hass auf sich ziehen. Die Gefahr aus dem Impfgegnermilieu, sie scheint also immer noch massiv. Dass aus Worten auch Taten folgen können, zeigt ein Blick auf das vergangene Jahr. März 2023. Ein Mann tötet seine Mutter, unter anderem schießt er mit einer Armbrust in den Kopf. Zu Prozessbeginn räumt er ein, er war Impfgegner und wollte verhindern, dass die Mutter seinen Bruder gegen Corona impfen lässt. Mai 2023. Prozessbeginn gegen eine mutmaßliche terroristische Vereinigung. Sie wollten offenbar Gesundheitsminister Lauterbach entführen. Für viele in der Szene die Symbolfigur der deutschen Corona-Politik. Die Gruppe hatte sich bereits Waffen besorgt, so der Vorwurf. Ebenfalls Mai 2023. Ein 57-Jähriger verschanzt sich in seiner Wohnung, übergießt Einsatzkräfte mit Benzin und zündet sie an. Bei der Explosion werden mehrere Menschen lebensbedrohlich verletzt. Das SEK muss ihn aus der Wohnung holen. Der Mann soll während der Corona-Pandemie einen Hass auf den Staat entwickelt haben. Die Corona-Impfung habe er als Impfstoff des Teufels bezeichnet. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Einige wollten oder haben also offenbar schon aus Worten Taten werden lassen. Viele der mutmaßlichen Täter haben sich online getroffen und sich online radikalisiert. Wir wollen herausfinden, wer steckt dahinter? Wer heizt die Stimmung in den Telegram-Gruppen an? Bei Telegram und auf TikTok gibt es einige Accounts, die offenbar besonders anheizen. Teils mit vielen tausend Followern. Uns fällt vor allem ein Account auf, weil er besonders viel postet. Der von Heinrich Fichtner. Guten Morgen, liebe Freunde der Freiheit. Der praktizierende Onkologe saß für die AfD im Stuttgarter Landtag, trat später aus der Partei aus. Schon am Anfang der Pandemie fiel er mit harten Worten auf. Ich habe schon mal gesagt, es ist eine Mordimpfung. Leid, Tod und Sterben, wir wissen es nicht. Wer hier also die Impfung leichtfertig propagiert, begibt sich auf ein ganz unsicheres Terrain und macht sich letztlich zu einem Jünger Josef Mengeles. Zum Kontext. Kriegsverbrecher und Massenmörder Josef Mengele war ein deutscher Arzt und SS-Offizier, der für seine grausamen Menschenexperimente an Häftlingen im Konzentrationslager bekannt ist. Dass Fichtner Vergleiche aus der NS-Zeit zieht, ist keine Seltenheit. Er wurde mehrmals schon unter anderem wegen Volksverhetzung zu hohen Geldstrafen verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. In seinem Telegram-Chat teilt Fichtner auch so etwas. Für diese Mörder darf es nur die Todesstrafe geben. Wir wollen wissen, warum er Gewaltfantasien teilt und treffen ihn in seiner Praxis in Stuttgart. Ein Schild warnt schon an der Tür. Masken tragen hier verboten. Für den Verfassungsschutz ist Fichtner ein bundesweit bekannter Akteur der Szene, erwähnt ihn namentlich in seinem Bericht. Fichtner sieht sich mit seinem Handeln gegen die Corona-Impfung in einem permanenten Widerstand. Seine Kritik, für die er sich angeblich verfolgt fühlt, die Pandemie habe es nie gegeben, wenn überhaupt eine geplante Pandemie, eine Plandemie. Die Impfung sei gar keine. Er hält sie für giftig und tödlich. Ich gehe davon aus, dass wir mittlerweile weltweit Tote im Bereich von 20 Millionen haben. Und diejenigen, die dafür verantwortlich waren,
und es entweder grob fahrlässig geduldet haben oder wissentlich durchgesetzt haben, müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden und müssen auch bestraft werden. Immer wieder fordert er die Bestrafung der aus seiner Sicht verantwortlichen Politiker. Wie diese Strafe aussehen soll, das bleibt immer etwas schwammig. Gibt es in der Bestrafung der heutigen Verantwortlichen für Sie Grenzen? Ich bin kein Freund der Todesstrafe. Also insofern, das Grundgesetz sagt ja auch eindeutig, die Todesstrafe ist abgeschafft. Das liest sich in seinem Telegram-Kanal anders. Wir lesen ihm einen Post vor, den er geteilt hat. Dort heißt es in Bezug auf die Politiker und die Impfung: Für diese Mörder darf es nur die Todesstrafe geben. Sind Sie für die Todesstrafe für Politiker oder für Verantwortliche? Ich habe mich doch gerade eindeutig dazu geäußert, oder? Deswegen habe ich mich gewundert. Dass Sie nein, das nein, ich teile. Also da sage ich nur, jeder, der verantwortlich ist, sollte froh sein, wenn er jemanden wie mich als Richter hat. Es gibt nämlich durchaus andere, die so sehr erschüttert sind, was ich auch nachvollziehen kann. Ich kann es nachvollziehen. Wenn jemand sagt, mein Angehöriger, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, mein Ehemann ist wegen dieses Giftes zu Tode gekommen, dass der Hass und die Suche nach Vergeltung so hoch ist, dass er demjenigen, der dafür verantwortlich ist, den Tod wünscht und diesen auch herbeiführen würde. Aber ich möchte klar machen, wer so mit Menschenleben spielt, riskiert unter Umständen sein eigenes. Darf ich Ihnen dann noch eins vorlesen? Weil 8. Januar 2022, natürlich auch geteilt, nicht von Ihnen geschrieben. Wenn jemand weiß, wo diese Systemschwuchtel wohnt, teilt uns bitte seine Adresse mit. Dann machen wir gemeinsam einen Sturm auf seine Wohnung und spritzen ihn mit seinem eigenen Zeug weg. Das haben Sie nicht geschrieben, das wurde angeblich auf Ihrem Account geteilt. So ein Screenshot von. An der Stelle geht es wahrscheinlich um Herrn Lauterbach und darum, ob er denn selber die Giftstoffe erhalten hat oder nicht. Der Inhalt ist für mich so begreifbar, dass derjenige, der anderen diese Spritzen aufzwingt, aufschwatzt, dass der dann seine eigene Medizin auch erhalten sollte. So verstehe ich das. Mit einer Gewaltandrohung, ne? Also einem Sturm in seine Wohnung ist ja sozusagen jetzt kein friedlicher Diskurs. Ja, also jemand, der anderen auch Gewalt sozusagen zuführt durch die ihm zur Verfügung stehenden Maßnahmen, da kann ich das nachvollziehen, dass man schaut, hast du es denn selber, was du den anderen aufnötigst? Und wenn nicht, kriegst du es. Teilen Sie nur Gewaltaufrufe oder würden Sie auch selber gewalttätig werden? Ich glaube, die Frage habe ich schon beantwortet. Gewaltaufrufe und Rachefantasien teilen, um sich dann doch zu distanzieren. Das begegnet uns in der Recherche oft. Fichtner begründet sein Verständnis für Gewaltaufrufe immer wieder damit, die Corona-Impfung töte. Zur Erinnerung. Laut Paul-Ehrlich-Institut lautet die Zahl der gemeldeten Todesfälle, in denen ein ursächlicher Zusammenhang mit der jeweiligen Covid-19-Impfung hergestellt werden konnte, 127. Wir fragen uns, warum so viele Menschen auf der Straße und online dieser Erzählung der verschwiegenen Massen von Impftoten glauben. In Bezug auf die Pandemie hat sich vor allem festgesetzt, dass die Impfung todbringend gewesen wäre, todbringend ist, also dass es massenweise Menschen gäbe, die daran sterben würden. Und das ist ein sehr starkes Narrativ, was wir da immer noch sehen, in dem sich die Szene auch immer wieder gegenseitig bestärkt. Beispielsweise, wenn sie dann Todesmitteilungen von Stars und Sternchen teilen und sagen, daran wäre die Impfung schuld. Und das würden die Medien einfach nicht berichten. Da braucht man erst gar nicht mal fabrizierte Fake News, sondern da reicht es schon, wenn man tatsächliche Neuigkeiten einfach umdeutet. Tatsächlich. Wir finden bei X, Telegram und TikTok immer wieder den Hashtag plötzlich und unerwartet. Eine Website sammelt ungeklärte Todesfälle und legt nahe, sie könnten durch die Corona-Impfung gestorben sein. Meldungen und Todesanzeigen prominenter, aber auch unbekannter Personen werden massenhaft geteilt. Mit dem Hinweis, viel mehr der Spekulation, die Corona-Impfung könnte etwas damit zu tun haben. Wir finden diesen Fall. Die Todesanzeige eines jungen Arztes aus Baden-Württemberg, Stefan B. Er selbst berichtet kurz vor seinem Tod noch von seiner Long-Covid-Erkrankung. Im Herbst 2022 stirbt er mit nur 36 Jahren. Todesursache ungeklärt. Auch seine Geschichte wird im Kontext von plötzlich und unerwartet instrumentalisiert. Ein besonders tragischer Fall,
Der Kollege, Anästhesist, hatte keinerlei Vorstellungen von etwaigen Nebenwirkungen der als Impfung deklarierten Genvergiftung. Wer zieht die Mörder zur Rechenschaft? Diesen Post schrieb jemand, den wir schon kennen. Heinrich Fichtner. Wir kontaktieren Stefan B.'s Vater und treffen ihn bei sich zu Hause. Seine Mutter und Geschwister sind beim Interview dabei, möchten aber nicht gefilmt werden. Die Familie trauert, der Vater ringt um Fassung. Trotzdem ist es ihm wichtig, Stellung zu beziehen. Stefan B. hat selbst als Arzt auf einer Corona-Station gearbeitet. Ich muss es jetzt einmal fragen, ist Ihr Sohn an der Corona-Impfung gestorben? Gibt es da irgendwelche Anzeichen für? Da gibt es überhaupt gar keine Anzeichen dafür. Wir haben ja auch versucht, das irgendwo rauszukriegen. Da junge Menschen sterben, kommt ja dann auch die Kriminalpolizei. Die haben da untersucht und gemacht. Es gibt keinerlei Hinweise, dass Stefan an der Impfung gestorben ist. Sein Körper wurde halt über diese Long-Covid-Krankheit dermaßen geschwächt, dass er halt irgendwann da nicht mehr mitgemacht hat. Der Körper. Keine Anzeichen von einem Impfschaden. Nein. Umso fassungsloser war er, als wir ihm den Post von Heinrich Fichtner gezeigt haben. Sein Sohn Stefan hatte sich immer wieder für die Corona-Impfung ausgesprochen. Was würde Stefan denn sagen, wenn er wüsste, dass sein Tod instrumentalisiert wird? Behauptungen aufzustellen, dass jemand an der Impfung gestorben ist oder an einem Booster gestorben ist und dann noch das dann so hinstellt, so stand es ja in diesem Post drin, dass der junge Kollege, also Stefan würde sagen, Vater, lass mal stecken, das ist nicht mein Kollege. Das kann kein Kollege sein, der Impfgegner ist. Ganz bestimmt nicht. Dass der Tod seines Sohnes nun ausgerechnet in Impfgegnergruppen genutzt wird, schmerzt ihn. Das ist eigentlich gar nicht zu beschreiben, wie einen das in den Keller haut, wie einen das wirklich wieder niederschmettert, dass fremde Menschen ohne irgendwelche Nachfragen, Recherchen oder mal irgendwo anrufen, sowas posten. Einfach aus dem Nichts. Es ist nicht zu verstehen. Warum denken Sie, dass Menschen wie Heinrich Fichtner Todesfälle instrumentalisieren? Das ist eine gute Frage, um halt irgendwelche Menschen da auf ihre Seite zu ziehen. Aber er soll halt nicht Leute instrumentalisieren. Er kann denken, was er will. Wenn er sich nicht impfen lassen will, soll er das tun. Das ist ja jedem sein eigenes Recht. Wir leben ja noch in einer Demokratie. Wenn solche Leute nicht das schaffen, irgendwo was kaputt zu machen. Die Eltern des Verstorbenen schicken uns eine Audionachricht. Sie ist nicht an uns gerichtet, sondern an Heinrich Fichtner. Wir sollen sie ihm im Interview vorspielen. Ich habe ihm eine Nachricht mitgebracht. Also wir haben gestern tatsächlich eine Familie treffen können von Stefan. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Sie haben ihn als Kollege bezeichnet. Ja. Genau hier, das ist der Post. Ja, ich erinnere mich. Ja. Die Familie möchte Ihnen gerne was sagen. Ich würde das einmal gerne vorspielen. Hallo, Herr Fichtner. Sie missbrauchen den Stefan für Ihre Kampagne. Und ich sage Ihnen klipp und klar, Stefan ist nicht an einer Impfung gestorben oder einem Booster gestorben. Mein Sohn war ein totaler Gegner von so Schwurblern. Mein Sohn war ein Impfbefürworter und ein Humanist und hat sich für alle Menschen eingesetzt. Und er würde sich im Grab umdrehen, was Sie jetzt in seinem Namen posten. Und das tut mir so weh, dass Sie das machen. Und ich möchte Sie echt bitten, das zu unterlassen. Was sagen Sie dazu? Also eine Familie, die derart ideologisch eingenordet ist, von denen erwarte ich nichts anderes. Immerhin ist es eine Atmosphäre, in dem diese Maßnahme, die ja bis zum heutigen Tag als Impfung bezeichnet wird von den Angehörigen, immer noch befürwortet, gut geheißen und nicht kritisch hinterfragt. Ich bedauere natürlich, wenn Sohn oder Angehöriger verstorben ist, es ist schrecklich. Ich kann auch verstehen, dass Sie auf mich zornig sind, weil ich Möglichkeiten in den Raum geworfen habe. Ein Arzt, der eine solche Maßnahme so massiv gefördert hat, wie der leider verstorbene, viel zu früh verstorbene Kollege, der muss auch mit solchen kritischen Anfragen rechnen, bis zum Beweis des Gegenteils.
Wer zieht die Mörder zur Rechenschaft? Fragezeichen, haben Sie zu diesem Arzt geschrieben. Das ist ja jetzt sehr faktisch. Ich bin der Überzeugung, dass es die Genvergiftung war. Bis zum Beweis des Gegenteils. Weil dieser junge Mann ja bekanntermaßen und bekennendermaßen mehrere dieser Shots bekommen hat. Fichtner zeigt auch nach der Konfrontation mit der Familie des Toten keine Empathie. Offenbar auch keinen Respekt vor dem Verstorbenen. Fichtner beharrt drauf, es muss die Impfung gewesen sein, ohne jeden Beweis. Obwohl es laut der Familie keinerlei Anzeichen für einen Impfschaden gegeben habe. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die große Problematik mit einem verschwörungsideologischen Weltbild. Selbst das Widerlegen und das konstante Widerlegen davon führt bei vielen Menschen nicht dazu, dass sie davon wieder Abstand nehmen. Im Gegenteil, sie halten dann noch fester daran fest, weil es oft zur einzigen Identität geworden ist, die sie noch haben. Und deswegen wird es auch so eine große Herausforderung für die Gesellschaft, all die Menschen, die während der Corona-Pandemie sich verschwörungsideologisch radikalisiert haben, wieder zurück in die Gesellschaft zu bekommen. Am Ende bleibt die Erkenntnis, eine vergleichsweise kleine Gruppe radikalisiert sich und schafft es, eine aggressive Stimmung zu erzeugen. Im Netz, aber auch auf der Straße. Sie instrumentalisiert Todesfälle und bedroht Politiker. Unsere Recherchen haben gezeigt, vielen Corona-Leugnern und Impfgegnern geht es nicht um Corona, die Impfung oder eine Aufarbeitung von Fehlern in der Pandemie. Es geht gegen unseren Staat, gegen unsere Demokratie und es geht um Diffamierung und Rache. Dabei wäre eine gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung der Maßnahmen sicher sinnvoll. Aber wie soll das funktionieren, wenn radikale, antidemokratische Kräfte den Ton angeben? Noch mehr von Vollbild? Ihr findet alle längeren Dokus von uns in der ARD-Mediathek, wenn ihr hier klickt.